A very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back here at the exhibition about hydrogen and fuel cells Europe 2022 here at Hannover Messe. Welcome to all our online guests. We are live streaming from the fair. The upcoming talk will be not only important, but it also will be in German, because we have a highly respected person here as a guest. So I will switch to German now. If you're not a German speaker, I apologize beforehand. Falls Sie Deutsch sprechen, dann lade ich Sie dazu ein, sich hinzusetzen, einen Platz zu nehmen. Und ich bin tatsächlich geehrt, einen VIP hier auf der Messe begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über die Energiewende. Wir sprechen über das Thema Energiewende jetzt gestalten. Eckpunkte einer nachhaltigen Wasserstoffstrategie. Und ich habe hier einen Gast, den Wasserstoffbeauftragten der SPD-Bundesfraktion, unter anderem Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Andreas Rimkus. Willkommen. Sehr gerne. Hallo. Grüß Sie. Das ist sehr schön, Sie hier zu haben. Meine erste direkte Frage an Sie: Warum sind Sie heute überhaupt hier? Naja, weil das ist das Klassentreffen der Menschen, die verrückt genug sind, daran zu glauben, dass der Wasserstoff eine Zukunft hat, und zwar eine ganz große Zukunft, eine industrielle Zukunft, eine Zukunft für unsere Gesellschaft, dass wir das überhaupt schaffen können, das solare Zeitalter zu vollenden. Denn es ist ja vollkommen klar, die Sonne scheint tagsüber, nachts nicht. Und im Winter ist es auch ein bisschen schwierig. Insofern brauchen wir Speicher und der Wasserstoff ist ideal dafür. Und das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Und ich gestehe, ich bin aber auf der Durchreise nach Berlin. Ich komme aus dem Wahlkreis. Wir werden in dieser Woche im Bundestag den Haushalt verabschieden, den Ergänzungshaushalt. Da steckt auch eine ganze Menge drin, um richtige Dinge zu machen, auch für den Wasserstoff. Ich möchte noch mal detailliert fragen. Sie haben gerade gesagt, das ist hier das Klassentreffen der Wasserstoff-Avantgardisten. Was hat Sie denn überhaupt zum Wasserstoff gebracht? Ich bin von Hause aus Elektromeister und baue bei mir zu Hause in der Landeshauptstadt Düsseldorf baue ich Stromnetze. Und das seit fast 44 Jahren. Und insofern weiß ich als Elektromeister, die Zukunft liegt im Gas. Man mag das ein bisschen verrückt finden, aber das Zusammenspiel ist das Entscheidende zwischen Elektronen und Molekülen. Und das habe ich in der kommunalen Familie gelernt. Ich habe das im Bereich der Kraft, der Wärmekopplung gesehen, in der KWK. Ich habe es bei den GOD-Anlagen gesehen, ich sehe es in den Netzen. Und ich bin da fest von überzeugt, dass Strom einiges bieten kann. Ist eine sehr edle Energie. Aber die hat halt den Nachteil, er kann nicht gespeichert werden. Und dafür brauchen wir die Gase. Und insofern wird das neue Zusammenspiel uns überhaupt erst dazu bringen, dass wir eine Chance haben, Wind und Sonne in einer Form einzusammeln, dass wir das auch tatsächlich zu den Zeiten nutzen und in der Versorgungssicherheit 24/7 nutzen können, dass es uns hilft. Und am Ende ist das so ähnlich wie die eingefangene Sonne Spaniens in Form der Apfelsinen, die uns dann morgens früh auf dem Frühstückstisch begegnen, das in anderer Form zu machen. Also diese Kulturtechniken des Einsammelns tatsächlich wieder nach vorne zu bringen. Als ich klein war, hatten wir bei uns im Keller einen Keller, da waren die ganzen Weggläser, da waren die ganzen Pflaumen und Äpfel und Birnen eingekocht. Ich habe das gehasst, weil das war viel Arbeit, aber ich wusste, im Winter hatten wir immer Pflaumenkuchen. Oder auch Slivovitz, ne? Also insofern. Und der andere Keller, da waren die Eierkohlen, die Briketts und die Kartoffeln. Also insofern, diese Ideen wieder zurückzuholen, wir speichern das, was uns die Natur gibt, ist, glaube ich, etwas, was wir gut können. Und hier zeigen wir sozusagen weltweit, was Ingenieurtechnik alles leisten kann und was wir auch benötigen, um diese neue Zeit auch wirklich zu vollenden. Und das ist der Grund, warum ich mich schon früh dafür begeistert habe, für den Wasserstoff und für die Sektorkopplung letztlich. Und ich merke das, überzeugend, personal commitment auf allen Ebenen. Und wir haben das ja nicht so häufig, dass wir so einen VIP, einen Politiker hier auf der Bühne haben. Deswegen frage ich alles, okay, was irgendwas mit Politik zu tun hat. Yep. Welche Rolle spielt denn, jetzt konkret, welche Rolle spielt denn Wasserstoff in der Energiewende? Naja, also er spielt eigentlich eine universelle Rolle. Er ist als Energieträger gut, aber er ist eben auch gut als Speichermedium.
man kann damit eine ganze Menge anfangen. Also ich finde, man kann aus dem Wasserstoff sozusagen, also weil man ja die Wind und die Sonne und den Biomasse gut einfangen kann, kann man eben auch mit seinen Derivaten Transportfähigkeit herbekommen. Also wir reden über Ammoniak beispielsweise, wir können über Methanol reden, wir reden über komprimierte Dinge, wir reden über Resilienzen, wir können uns unabhängiger machen, möglicherweise von Staaten, von denen wir bitter enttäuscht wurden in den letzten Wochen und Monaten, aber auch eine Chance haben, Wertschöpfung bei uns selber zu betreiben. So eine Elektrolyse, die kann am Windpark stehen, die kann aber auch an der Industriesenke stehen, wir können die Abwärme benutzen, wir können mit der Brennstoffzelle eine ganze Menge anfangen. Der entscheidende Punkt dabei ist wirklich das Einspeichern von Energie zu den Zeiten, wo wir genug und zu viel davon haben, um es nutzbar zu machen zu Zeiten, wo wir wenig davon haben. Also vom Tag in die Nacht, vom Sommer in den Winter. Ich glaube, das ist klug. Also sozusagen meinen alten Keller in der Wohnung meiner Eltern, den sozusagen modern zu übersetzen, und das können wir. Und das bietet doch Arbeitsplätze, es bietet Ausbildung. Für mich als Elektromeister natürlich deswegen wichtig, weil wir brauchen die Ingenieure, die Monteure, wir brauchen die Installateure. Sie merken schon die Öhre dieser Welt, die in ihrer Gesamtheit dazu tauglich sind, dass wir mit einem richtig guten Schwung nach vorne kommen. Das ist übrigens etwas, was, Entschuldigung, ein Satz noch. Warum ist das so wichtig, dass Politik dann auch hier auf so eine Bühne kommt? Weil wir natürlich bei der Frage der Delegierten Rechtsakte, ne, Sie wissen das, RED 2, RED 3, bei der Frage der BIMschen, aber auch der Restriktionen, dass wir da versuchen, ein bisschen die Verkrampfung zu lösen. Ich komme aus Düsseldorf, ich sage mal gerne, ein bisschen mehr rheinische Gelassenheit, ein bisschen weniger preußische Perfektion würde uns vielleicht allen helfen. Und ich werde immer gerne konkret. Was heißt denn das genau? Welche Rolle spielt denn jetzt die Politik als Möglichmacher einer Zukunft mit Wasserstoff und nicht nur einer bisschen Anteil von 20%, sondern wirklich großer Anteil? Naja, wir sehen das jetzt beim Delegierten Rechtsakt. Ne? Der geht jetzt in die Konsultationsphase. Bis zum 17. Juni können die Mitgliedstaaten sich entsprechend äußern. Ich hoffe, dass sie es auch tun. Wir haben da immerhin schon etwas erreicht. Wer hätte geglaubt, dass wir bei der Frage der Zusätzlichkeit und Gleichzeitigkeit jetzt sozusagen ein Datum haben der Nichtanwendung dieser Restriktionen. Insofern ist das schon mal positiv, und das ist eine Entscheidung, die läuft im Parlament in Europa, und dafür braucht man Politikerinnen und Politiker, die das entsprechend mit den Regierungen dann auch nach vorne treiben. Und ganz klar, für uns geht es auch darum, dass wir auch gute Fördersysteme haben, die dann neben der Regulierung dann auch dafür sorgen, dass Business Cases entstehen können, das incentiviert wird. Aber machen wir uns nichts vor. Am Ende brauchen wir so etwas wie eine Wasserstoffmarktwirtschaft. Die muss von alleine laufen, und das muss das Ziel werden. Deswegen jetzt nicht verkniffen daran gehen, sondern mal, ich sag mal, mit einem richtigen Fund, wenn man in Düsseldorf an die Theke geht, dann stellt man sich dahin und dann wartet man nicht, bis man ein Bier bekommt, sondern gibt man eine Runde aus. Und so würde ich das sehen. Der Staat als Nachfrager, jetzt mal die erste Runde, machen wir für das erste Gigawatt oder so. Und dann haben wir genug Spaß miteinander aus der Wirtschaft, dass dann auch die Investitionen kommen, die Business Cases kommen. Weil das garantiert ja, dass wir über einen längeren Zeitraum zusammenbleiben. Denn wir wollen ja Spaß haben am Tisch. Und Spaß haben am Tisch bedeutet Absicherung der Investitionen, Sicherstellung, dass die Business Cases funktionieren, mitarbeiten daran, dass die Investitionen nicht stranden. Das heißt, in der Regulierung, in der Finanzierung, beim Incentive dafür sorgen, dass die gesamte Kette von der Erzeugung über Transport, Speicherung, Verteilung und Nutzung dann irgendwie so zusammenkommt, dass ein gutes Paket daraus wird. Und was glauben Sie, welcher Anwendungsbereich entlang der Wertschöpfungskette am meisten gestärkt werden müsste? In Deutschland oder in Europa? Nein, ich glaube, es gibt keine Ausschließlichkeit, sondern das ist so wie eine breite Autobahn mit vielen Spuren, mit Leitplanken. Hinter den Leitplanken schmeißen wir von Bord Öl und Kernenergie im Zweifel, für Deutschland jedenfalls, und andere Dinge, also auch Gas mittelfristig. Aber wir steigen eben um. Wir steigen nicht aus, sondern es gibt einen Umstieg. Wir wollen weg von den fossilen Gasen hinein in die nachhaltigen Gase, in die grünen Gase. Da spielt der Wasserstoff eine große Rolle, zu 100% im Zweifel an dem Punkt. Aber wir brauchen eben die Umstiege. So wie man heute an der Tankstelle E95-Sprit kennt, der ist relativ teuer,
in diesen Tagen besonders. Ab übermorgen wird er besonders billig. Viel Spaß an der Tanksäule. Stellen Sie sich frühzeitig hin oder warten Sie ein paar Tage. Aber der E10-Sprit, der ist ja etwas günstiger. Warum ist der günstiger? Weil die Beimengung maximal 10% Bioenergien hat weniger CO2-Fracht. Also wird das immer so ein Gap bleiben. Jetzt stellen wir uns vor, dass die CO2-Fracht, die da drin ist, immer mehr bepreist wird. Also E95 wird immer teurer. Aber was wäre denn, wir hätten E20, E30, E40 Sprit. Und so merkt man schon, dass das Blending, was wir kennen an der Zapfsäule, möglicherweise auch etwas ist für unsere Verteilnetze. Denn, das habe ich in diesen Tagen immer betont, wer glaubt, wir könnten mal eben ein Gasembargo machen, ist schief gewickelt. Und wer glaubt, man könnte mal eben das Gasnetz aus dem Boden reißen, ist ebenfalls schief gewickelt. Entscheidend hierbei ist, die Umnutzung voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass die Lock-in-Effekte nicht überwiegen, sondern die Chancen überwiegen, die wir haben können, etwas, ich sag mal, zu beweisen als Industrienation, wo auch andere Nationen in der Welt darauf warten, dass wir es umsetzen können. Und dann kann unser Maschinenbau kann auch richtig gewinnen, weil dann wird die Ingenieurtechnik weltweit gebraucht. So wird eine Story draus, wie ich finde. Ja. Welche Fragen haben Sie an Herrn Rimkus? Glauben Sie, dass die aktuellen Krisen jetzt auch wirklich zur Umsetzung führen? Ja, ich glaube, dass das wie in einem Brennglaslade ist. Was wir erleben, ist, dass diejenigen, die aus der fossilen Welt herausgekommen sind, gesagt haben, wir haben Angst, wenn der Wasserstoff kommt, dass der sozusagen diese Lock-in-Effekte noch verstärkt, dass dieser Kampf momentan läuft. Ich hatte eben gerade zwei Beispiele genannt. Also raus aus dem russischen Gas sofort, quasi Embargo herbeiredend und Gasnetzreduzierung auf null, ebenfalls herbeiredend. Aber diese neue solare Welt, die da ist, braucht eben andere Antworten. Und deswegen ist das momentan ein Streit, der auch ausgefochten werden muss. Darüber muss man reden. Und ich glaube, dass in diesen Tagen, gerade hier auf der Hannover Messe, wo wir alle zusammen sind, das auch klar angesprochen werden muss. Deswegen, ich glaube das nicht, weil das gibt genügend, ich sag mal, Jünger, Päpste, Mönche, die unterwegs sind. Das sind so die Kupferplattenmönche aus meiner Sicht. Das sind so die Jünger der Autarkie. Das sind diejenigen, von denen ich annehme, dass die wirklich Glaubenssätze haben. Und man darf mir das abnehmen, ich bin katholisch getauft. Wenn wir jetzt demnächst Fronleichnam, ne? Also nach dem Fest der Erkenntnis kommt der Fronleichnam, dann trägt man so Monstranzen durch die Stadt. Da muss aber eine Hostie drin sein. Und ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die vor lauter Sorge, dass das fossile Zeitalter sozusagen verlängert wird und wir nicht den Wasserstoff nutzen, um in das Solare einzusteigen, dass die da stehen und feststellen, da ist gar keine Hostie drin. Also eine Monstranz tragen, die eigentlich schon drüber ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir alle gemeinsam sehen müssen. Wir müssen die Chance ergreifen, dass wir deutlich machen, das, was wir machen wollen in dem Bereich, beendet eben das fossile Zeitalter und wir steigen sehr schnell in das Solare ein. Aber wir brauchen diesen Umstieg und die Möglichkeiten müssen da sein, weil sonst investiert keiner. Ich war selber lange im Betriebsrat, das ist ein Board in einem mitbestimmten Unternehmen. Wir hätten auch keine Entscheidung getroffen, wenn wir nicht gewusst hätten, dass die Investition sich tatsächlich trägt. Herr Rimkus, meine letzte Frage an Sie. Wir ziehen ja alle am selben Strang, Industrie und Politik. Was muss die Politik tun, um der Industrie entgegenzukommen, aber auch andersrum? Was muss die Industrie tun, damit sie mehr von der Politik gehört wird und gefördert wird? Ja, vielleicht ist es sozusagen eine kommunizierende Röhre, die man da aufmachen muss. Auf der einen Seite brauchen wir die Pull-Faktoren und die Push-Faktoren. Also wir würden gerne weiter pushen und mithelfen, dass bestimmte Dinge realisiert werden. Also beispielsweise bei den IPSAs versuchen wir das hinzubekommen, dass die Kapitalkosten gut gedeckt werden. Wir müssen was machen bei den OPEX noch, aber das kann man sozusagen gleichzeitig machen. Deswegen freue ich mich, dass der delegierte Rechtsakt jetzt erstmal sozusagen in eine Phase hineinkommt, wo man sagen kann, okay, da ist was erreicht worden. Wir versuchen, das noch besser zu machen und vor allen Dingen hinzubekommen, dass wir uns nicht national beschränken. Also wir können ja besser werden, wie das, was da an Mindestvoraussetzungen sind. Und wenn umgekehrt die Industrie kommt und sagt, mit einer Stimme spricht und sagt, das, was wir da machen, ist die Brücke in das solare Zeitalter. Es ist nicht der Abriss, die Abrissbirne des Fossilen, sondern wir nutzen
fossile Infrastrukturen überhaupt in, in das solare Zeitalter zu kommen. Dann, glaube ich, sind wir weit nach vorne gekommen. Das hilft uns, Arbeitsplätze zu sichern in Deutschland. Das hilft, Ingenieurtechnik auszubauen, dafür zu sorgen, dass wir dann auch exportfähig werden. Nicht nur, dass wir Maschinen verkaufen, sondern ganze Prozesse verkaufen, auf denen, wo gewartet wird. Und ich weiß das, die Nationen, die sich an das 1,5-Grad-Ziel ja annähern wollen, also weil wir ja den Vertrag auch haben von Paris, die brauchen eine Erfüllungsoption. Wir können die bieten. Und ich finde, das ist, da ist genügend drin. Also, um auf dieser breiten Autobahn zu sein, da darf ein VW Käfer fahren mit einem Benzinmotor. Der hat dann im Tank die 30, 40, 50 Sprit. Da darf aber auch ein modernes Elektrofahrzeug sein mit einer Batterie und ein LKW mit einem Brennstoffzellenantrieb. Und drüber fliegt ein Flugzeug mit synthetischem Kerosin. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Und wie schön, das ist nicht nur eine Metapher, sondern vielleicht auch ein realistisches Bild in ein paar Jahren. Vielen Dank, Andreas Rimkus, Wasserstoffbeauftragter der SPD.